Magst du dich vorstellen? Nein. Lass mal was hören! Das ist ein Turbo! Da oben, die filmt schon. Das gibt eine Anzeige. Klingt geil, Digga. Es lacht hier, gleich ruft ihr die Polizei. So, Freunde, bevor das Video losgeht, müssen wir ein Motorrad ausliefern. Und zwar die Fantec 125 Supermoto. Gott, guckt euch diese wunderschöne Natur an. Ich bin hier mitten am Arsch der Welt. Gucken wir mal, ob das Schätzchen anspringt. Oh, shit. Ist die Batterie leer, Digga? Gott, Alter, jetzt noch den Berg hier rauf. Cardio am Sonntagmorgen oder was? Boah, geschafft. Ja? Moin, Fabian. David hier. Ich glaube, ich stehe vor deiner Tür mit deinem neuen Motorrad. Hi. Grüß Gott. Hast du schönes Wetter mitgebracht? Natürlich, den Sonnenschein. Dein neues Motorrad. Geil. Kann ich immer noch nicht glauben, ne? Glückwunsch, Digga. Ja, setz dich gerne mal drauf, check's ab. Nigelnagelneu, Fantec 125 Supermoto. Mach die mal an, ne? Ich habe gerade versucht anzumachen. Ich glaube, die Batterie ist leer. No joke, ja. Ah, shit. Wie viele Hoodies hast du bestellt? Ich habe den nur. Einen einzigen Hoodie. Und dann mal 4.000 Euro plus gemacht. Ja. Alles richtig gemacht, Digga. Geil, Alter. Was wirst du machen mit dem Ding? Ich wollte mir mal ein zweites Motorrad holen, um so ein bisschen Wheelies machen und so, ne? Also no joke, wenn du Wheelies üben willst, das hier, meine ich echt ernst, ist das perfekte Teil dafür. Ja. Die geht gut aufs Hinterrad im ersten Gang. Und wenn du die hinlegst, ist halt eine Supermoto, da passiert nicht viel. Einmal. Die supergeilen, schönen Spiegel. Kannst du entweder ablassen. Und das Allerwichtigste, der Fahrzeugbrief, und damit bist du auch offiziell der Besitzer von diesem schönen Zweirad. Und ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Und zwar von A-Rider, ein Dekor für das Motorrad, passend zu dem Hoodie, den du trägst. Mega. Mit Liebe designt. Geil. Das eine Motorrad ist ausgeliefert und jetzt ist noch die Yamaha MT-07 dran. Tobias, es freut mich. Aus Bayern bist du hergekommen. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ja. Ja, geht aber noch. In Bayern hat man die Ruhe weg, oder? Ja. Tobias, bist du bereit? Dein neues Motorrad in 3, 2, 1. Yamaha MT-07 Pure Black. Nigelnagelneu, vom Händler, 0 Kilometer gelaufen. Geile Maschine. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wirklich von Herzen, Digga. Es hat den richtigen getroffen. Ich sehe das in deinem Gesicht. Du freust dich und du wirst vor allem damit fahren. Absolut. Wie viele Hoodies hast du bestellt? Einen, plus den hier. Hiermit bist du der offizielle Besitzer dieser wunderschönen Yamaha MT-07. Dankeschön. Jeder liebt Schokobons, deswegen gibt's auch einen. Kindersteinbonbon. Freunde, wir sind heute nach langer Zeit endlich mal wieder in Köln mit The Real Seki, a.k.a. Sägespäne. Und, hallo, magst du dich vorstellen? Nein. Ich habe ein Geschenk für dich. Du magst Süßigkeiten? Nein. Perfekt, habe ich genau das Richtige für dich. Hand auf. Das ist ein Kinder-Steinbonbon. Da ist wirklich ein Stein drin. Ich dachte, das wäre ein geschmolzene Schokolade. Alter, geiles Geschenk. Den behalte ich. Den habe ich extra für dich, handerlesen, ausgesucht. Ich habe gesagt, das muss ein besonderer Stein für dich sein. Maurice, ja. Würdest du dich selber als Entrepreneur bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Privatier. Das ist sowieso. Und deswegen fährst du auch ein geiles Auto, nämlich einen Ford Transit, zwei Sitzer. Richtig. Und deswegen haben wir uns gedacht, fahren wir heute auf ein Entrepreneur-Treffen. Ja, Mann. Wo geile Autos stehen. Wir müssen mal zusammen eine Zigarre rauchen. Du und ich, Top G. In der Zigarren-Lounge. Maurice, hörst du den Song gerade? Ich höre ihn gerade. Wo kommt das denn her? Ja! Ja, Digga, let's go! Digga, Sören einfach auch am Start mit seinem Lotus. Das gibt's nicht. So, Freunde, jetzt sind wir hier angekommen auf dem Parkplatz. Halt mal Ausschau, was hier alles so rumsteht. BMW-Fraktion auf der rechten Seite. Servus, was geht's? Corvette, Audi R8, Porsche, ich glaube GT4 RS, GT3. Servus, alles klar? Noch ein GT3, GT3 RS, R8, Bruder, was geht ab? Schöne Autos. Aston Martin, Porsche GT4. Bruder, das ist Alter. Noch ein GT3 992. Servus. Aston Martin, McLaren. Ich glaube, ein MP4 12C. Oh, den kenne ich sogar hier aus Krefeld. Guckt euch ihn an. Das ist einfach der heilige Gral. 10 von 10. Das Kfz. Porsche GT3 RS. Ich weiß noch genau, wie das Teil neben mir vorbeigefetzt ist. Spoiler. Oh. Auspuff, alles geil. So ein geiles Produkt. Er macht so Rough Battle für uns. Lass mal was hören. Ja. Yeah. Digga, das ist ein Turbo. Bruder, ist es ein Twin Turbo? Ja. Maschallah, du bist ein geiler Spritzer. Wie viel Leistung hat er? 1, 2, 1, 3.
HPT-NRW. Sehr sympathisch, der Herr. Man kann sich unterhalten. Digga, ein Twin Turbo R8 mit über 1000 PS. Digga, so ein geiles Auto. Sexy. Junge, ist das asozial, Alter. Das gibt es nicht. Richtig geil, Jungs. Da oben, die filmt schon, siehst du? Oh ja, das gibt eine Anzeige. Die hat gar keinen Bock da drauf. Was ein Line-Up, Alter. Porsche, 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 Gott im Himmel. Porsche ist irgendwie jetzt neuerdings im Trend. Ist im Hype, Digga. Guck dir dieses Auto an, Maurice. Ich möchte es am liebsten ablecken. Schlecki, Schlecki, Mama. Bitte nicht. Oh ja, da hinten kommt gleich der Tunnel. Tunnel. Er grinst schon, Digga. Er grinst schon. Komm, David, leg dich doch noch mal mit einem Taxifahrer an hier. Digga, ich habe mich mit niemandem angelegt. Der hat sich mit mir angelegt. Digga, guck mal. Fährt hier rein. Oh, was geht jetzt ab? Jetzt. Fahr mir doch nicht so dicht auf. Ich hab zu tun. Fahr jetzt weg. Ja, fahr mir nicht so dicht auf, Mann. Guck mal hier, die Tauben jetzt. Ich bin ganz böse. Die haben gerade gegessen, Alter. Du hast sie einfach weggescheucht mit deiner lauten Kackkarre. Einsicht, Fehlanzeige. Holy shit, war die hübsch. Alter. Die war Model. Aber sowas von, Bruder. Junge, die war so geistesgestört hübsch, das gibt's nicht. Damit träumt später von ihr. Da ist noch wieder ein Mopedfahrer. Komm, lass mal aufschließen zu denen. Was geht? Alles klar bei euch? Hi, David. Ey, wo ist ein bisschen Action hier in Köln? Wo ist Action in Köln? Ich dachte, ihr kennt euch aus. Wir kennen uns aus, aber wir wissen nicht, wo Action ist. Wir holen gerade noch meinen Bruder ab, der hat auch ein Moped. Ja, dann fahren wir euch einfach hinterher, okay? Digga, ist ja nicht warm. Die Klöten schmilzen doch bei einer Panigale. Willst du ein guter Müll? Wenn die Sackhaare am Brennen sind, weißt du, du sitzt auf einer Panigale. Muss sein. Ach, da sind wir ja schon. Digga, was ist das denn für ein Auspuff, Alter? Crazy. David, hi. Hi. Was ist das für ein Auspuff? X-Rays. Noch nie gesehen. Ist laut? Ja. Klingt geil, Digga. Kernig, weißt du, ein bisschen am Frötzeln. Oh, hier wird gleich wieder die Polizei gerufen hier links. Hallo. Die Omi findet das so aufregend. Jetzt lacht die, gleich ruft die Polizei. Ach, so ein Ding ist das. So, Freunde, jetzt rollt der Trupp hier los durch Köln. Spontan erweitert. Sehr korrekt auf jeden Fall, die Jungs. Bin mal gespannt, welche kleinen Gassen von Grünwählern wir heute unsicher machen werden. Wir werden garantiert den ein oder anderen Mittelfinger kassieren, aber zu Recht. Gucken wir jetzt hier, bisschen Gummi reiben. Ah. Ah, und jetzt reinstecken. Oh ja, ja, das gefällt ihm. Er war völlig verwirrt einfach. Oh, guck mal, da haben die wieder einen Blitzer aufgebaut. Dich, Blitzer, leck mich doch am Sack. Du kannst mir gar nicht. Du bist nur des Staates Kack. Ja, Mann. Fandst du es geil, wie ich gerade angedockt habe? Ich liebe es. Du Drecksau. Gummi an Gummi. Mhm. Und dann, oh ja, oh ja, oh ja. Ich dachte, ich hab abgewürgt. Nein, Bruder. Boah, Digga. Zum Glück habe ich gebremst, ey. Ha, was jetzt? Ja, komm, was jetzt? Ja, komm nochmal, komm. Guck mal, der Hund, der genießt sein Leben. Der will rausspringen, der hat keinen Bock auf die Kacke. Denkt sich so, Alter, warum sitze ich nicht im Porsche? Na, guck mal da. Hat der Probleme? Lass mal gucken, ob der Hilfe braucht. Du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ich hab schon angerufen. Mir ist der Kupplungszug gerissen. Oh, shit. Oh, scheiße. Ich hätte dich auch nach Hause geschoben. Mein Fuß, der hat das schon so oft gemacht. Würde glatt gehen, ne? Safe, easy. Ja, ja. Ja, jetzt habe ich den angerufen, ne? Wann hast du den denn angerufen? 10 Minuten, Viertelstunde oder so, ne? Na, kannst ja auch mal anrufen, weiß nicht, ob du da eine Nummer hast, und sagst du so, ich werde jetzt hier per Express abgeschleppt. Ich finde die Aktion schon witzig. Bin der David übrigens. Ich bin der Mike. Bist du bereit, abgeschleppt zu werden? Ich bin bereit. Magic Mike wird jetzt abgeschleppt. Sonst können wir das theoretisch auch machen. Ja, dann kannst du EXC fahren, wenn du willst. Wenn ihr das könnt, ja, ja, sicher. Kein Problem. Ja, machen wir das so. Das ist sogar eine ganz neue. 24er oder was war das? Ja, ja. Heute einfach sein bester Tag. Liegen geblieben mit der eigenen KTM. Jetzt fährt er eine brandneue EXC. Ja, dann viel Spaß damit. Ja, super. Super. So macht man das hier bei uns. 5 Leute haben angehalten, aber erst bei uns hat's geklappt. Scheiß auf ADAC. Wir sind der verdammte ADAC. Was, oder? Hat Spaß seines Lebens. Ich sehe schon, LC4 wird verkauft. Er hat einfach Glück im Unglück. Sowas schon. Ihr seid die Geilsten. Hat auch gut funktioniert, ey. Super. Schnellster Abschleppservice der Welt. Ich kann euch irgendwas Gutes tun. Ach Quatsch. Alles gut. Wenn du happy bist, sind wir auch happy. Ja, bin ich auf jeden Fall. Ja!
Alter, mich hat einfach gerade eine Ameise gebissen. Hä? Als wir mit dem geredet die haben. Die beißen nicht, die pissen. Ja, oder die pissen. Das hat so gezwickt an meinem Knöchel. Zwickende Pisse von Ameisen. Hä? Ameisen pissen? Das habe ich noch nie gehört. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Hallo. Grüß Gott, servus. Die Männer wieder am Start hier, ja? Ja, Jungs, glaubt ihr, dass Fische irgendwann die direkte Einspritzung erfinden? Wer weiß, irgendwann übernehmen die Fische die Welt. So sieht's nämlich aus, Alter. Und dann klatscht dir ein Karpfen voll eine ins Gesicht, Digga. Was würdest du mit so einem Karpfen machen, der dir eventuell intellektuell überlegen ist? Aufessen, räuchern und fertig. Sehen Sie sich diese Grillmuster an. Oh, es riecht nach Sommer, es riecht nach Fleisch, es riecht nach geilen Pissschwänzen. Fahranfänger. Nein, das war ein Witz, ich mach gar nichts. Hast mich angelogen? Gimmi, so geht das nicht. Wir haben uns gerade erst kennengelernt und du fängst schon das Lügen an. Okay, Entschuldigung, tut mir leid. Bring mir mal ein bisschen was auf Allgäuisch bei. Was ist eine Bix? Eine Buchse? Nein, als Beleidigung. Ah, eine. Ja! Vielen Dank, dass du mir so viel Kultur aus dem Allgäu beigebracht hast. You gotta give him that hot too. Love, no, it's hard to keep, even when it gets